So, jetzt sollen wir machen. Rede mit Natiki. Natika. Suche im zerstörten Dorf nach Überlebenden. Okay. Gut. Wo reden wir jetzt miteinander? Da muss ich da runter, ne? Begib dich zu den Metalltürmen. Was für Metalltürme? Ach, da. Uah, so voll in dieser Drecksbrühe hier. Da kommt doch bestimmt gleich irgendwie so ein Wasservieh oder sowas. Ich sehe das doch schon. Hört uns jemand? Wo ja! Wir stecken in diesem Turm fest. Die Flut hat den Ausweg blockiert. Oben gibt es eine Leiter, aber wir kommen nicht dran. Okay, ich suche nach einem Weg zu euch. Okay, da ist der Baum. Ah, die Quest habe ich letztens auch gemacht. Jensibärchen! Also ich weiß nicht, aus was für ich weiß nicht, was du für eine Erziehung genossen hast. Als Erstes sagt man schönen guten Abend, der Herr. Nein, ist in Ordnung. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest ein schönes Bergfest. Es funktioniert. Jetzt muss ich innen hochklettern, um nach oben zu kommen. Guten Abend, Herr Erzieher. Ja, genau. So, was ist das da? Soweit ganz gut, das freut mich. Was haben wir hier? Wahrscheinlich ist das Wasser auch wieder... Ah, wie kommen wir denn da jetzt hin? Ah, Moment, da brauche ich meinen Zugwerfer. Ihr wisst ja, um Züge zu werfen, braucht man einen Zugwerfer. Zug! Und natürlich schwimmt das Ding. So, jetzt kommen wir da nämlich rauf. Okay. Na, 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 na. So, mal eben scannen hier. Wo können wir... Da ist auch wieder was zum Zug werfen. Erstmal können wir... Nee, das geht nicht. Moment. Das geht. Na, zieh. Mein Gott, die muss was in der Arme haben, ey. Hervorragend. Kommen wir da jetzt so hin? Jo, sehr gut. Okay. Hui! Einmal rauf auf das Ding. Vorratskiste durchsuchen. Ist durchsucht. So. Ah, das kann ich auch aufmachen. Nee, kann ich nicht aufmachen. Blödsinn. Da kann ich noch was ziehen. Ziehen, und werfen. Oder vielleicht kann ich den Zug kann ich werfen. So, lass mal sehen. Wow, das war flott. Das war so nicht geplant, aber gut. Aloy, ich bin dir nicht böse, dass du ab und zu die Initiative ergreifst. Aber bitte übertreib's nicht. So. Ach, da ist eine Leiter. Okay. Da ist die Leiter am anderen Gebäude. Den Sprung schaffe ich. Ach was. Anscheinend klemmt's. Nein! Das war der einzige Ausweg. Was sagt uns das? Aloy muss weniger, essen. Wassermarsch? Prösterchen. Für wahr, schmeckt erquickend. Ich habe mich noch nie so erfrischt gefühlt. Okay. Ich sollte zuerst nach den Überlebenden sehen. Ach, ja gut, ich sehe mal nach den Überlebenden. So, ich habe sie angesehen und jetzt? Das Elend will ich nicht sehen. Lass mich weitergehen. Ist allen gut? Du gehörst nicht zu uns. Ja. Tut mir leid. Ja. Keine von wir uns. Wir haben hier drin Schutz vor der Lawine im Dorf gesucht. Aber Trümmer haben uns den Weg nach draußen versperrt. Die Leiter war der einzige Ausweg. Aber wir kamen einfach nicht dran. Keine Und jetzt Sorge. Kommt ihr dran. Ich finde einen anderen Ausweg. Weißt du, was mit den anderen passiert ist? Es gibt mehr Überlebende. Sie sind in Sicherheit. Den Zehen sei Dank. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Wenn du einen Ausweg findest, dann ja. Okay, haltet erstmal durch. So, suche nach einem Ausgang. Das mache ich doch sehr gerne. So, guck mal, da kann ich wieder schön zeigen, was ich kann. Zack, wie Batman. Na, 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 na
rein. Oh, da ist wieder ein Zug. Zum Zug werfen. Und da können wir auch was ziehen und werfen. Na komm, schwupp, die Wupp. So. Okay, rauf da. Na, guck mal. Haben wir doch eine Leiter gemacht. Da ist noch was drin. Nö, das kann ich nicht aufstemmen. Warum kann ich das nicht aufstemmen? Doch, ich kann das doch aufstemmen. Ich wollte schon sagen. Mein lieber Herr Gesangsverein, weg damit. Wow. Das sollte reichen. Okay, der Weg sollte frei sein. Der Weg ist hier so frei. Wir machen uns bald auf den Weg zum Ufer. Okay. Ich glaube, das waren alle Überlebenden. Sie wollten sich mit jemandem namens Natika am Ufer treffen. Ich sollte mich bei ihr melden. Wie die machen sich bald auf dem Weg. Was soll der Blödsinn denn? Vorhin konnte es denen ja nicht schnell genug gehen. Und jetzt? So, wo ist die? Ach, da ist sie. Fallen mit Stil. Fallen mit Stil. Genau so. Um keine Ausrede verlegen, das Mädel. So. Auf dem Aussichtspunkt sind noch mehr Überlebende. Hui. Da muss auch Natika sein. Müssen wir suchen. Let's go. Ruh dich aus. Ich bin Natika. Servus. Ich höre, verdanke ich dir das Leben dieser Soldaten. Aloy, Sie sprachen von einer Lawine? Beim letzten Sturm wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine. Guck mal, sie ist Deutsche. Sie hat jetzt die Zum Glück haben so viele überlebt. Schwarz-Rot-Gold, aber ne? Einer fehlt noch. Kentok, mein Truppenführer. Finale! Das Sagen hat. Weißt du, wo er während des Sturms war? Ich habe ihn als Letzte gesehen. Kurz davor. Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Klinge gern in den Dienst der Wache stelle. Aber geile würde. Frisur hat sie. Doch, er wollte mich nicht aus dem Trupp entlassen. Alle Tenakt sind sehr stur, aber Kentok ganz besonders. Also ging ich. Die Lawine kam, als ich auf dem Rückweg vom anderen Hügel war. Du wolltest es wieder gut machen. Ich muss ihn finden. Wenn jemand solch einen Sturm überlebt, dann er. Okay, eine weitere Suche. Ich kann mich nochmal im Dorf umsehen. Wo hast du ihn zuletzt? Natika. Ich bin hier. Wo ist Kentok? Hat er überlebt? Wir werden ihn finden. Die sind da gerade bei einer... Hat mich aus dem Weg geschubst, wie hieß das? Alles zusammen bei Public Viewing. Das Wasser ihn mitgerissen. Bis zur Furche. Furche? Ein alter Durchgang, der tief unter die Erde führt. Komm, ich zeig's dir. Show Natika. Me. Natika, gibt es Befehle? Wir sind hier ungeschützt. Kaum die Hälfte kann uns gegen Maschinen verteidigen. Wie lauten die Befehle? Geh. Die Furche liegt in den Hügeln im Nordwesten. Ich komme, sobald ich kann. Na gut, dann suchen wir mal eine Furche. Das ist wie beim Bauern. Der Landmann schleudert seinen Samen erst im Frühjahr in die Furche. Schneller, Aloy, schwimm! Mein Gott. Könnt ihr Olympionikin sein? Okay. Ja, gut, da ist so ein Baumstamm im Weg. Da geht das natürlich nicht. Was ist denn das? Oh, Felswand, irgendwas Gedöns. Sehr gut, nehmen wir mit. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Okay, da oben ist was. Mein Gott, hier hat auch schon mal bessere Zeiten gehabt, ha? So. Lass mal gucken. Ja. Da haben wir auf jeden Fall wieder was zum Zug werfen. So, zieh! Aloy bewegt sogar Stahlträger. Das muss die Furche sein. Jo. Sieht nach einer alten Mine aus. Der Eingang ist von viel Geröll verschüttet.
vor der Camp jetzt. Na also. Abseilen! Zeit reinzugehen. Ach Gottchen. Immer langsam. Dann musst du Kentok sein. Woher kennt eine Fremde meinen Namen? Natika schickte mich zu dir. Du hast einen Soldaten gerettet, der sagte, du seist mitgerissen worden. Also hat er überlebt. Gut. Und Natika? Ist sie zurück? Ja. Sie war auf dem Rückweg, um mit dir zu sprechen, als die Lawine kam. Sie kümmert sich jetzt um die Überlebenden. Es war ein Fehler, sie nicht gehen zu lassen. Ein Soldat sollte zum Wohl des Clans Opfer bringen. Das ist durchaus im richtig. Im Nachhinein hatte sie recht. Ich wollte sie nicht gehen lassen. Die Wache wird eine gute Soldatin bekommen. Immerhin stehe ich hier nach all dem nicht mehr im Weg. Du erkennst eine tödliche Wunde, wenn du sie siehst. Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Also, geh. Nein, ich lasse dich hier nicht sterben. Irgendwie muss ich dich hier rauskriegen. Das geht nicht. Ich wollte hier rausklettern, ohne Erfolg. Die Wände sind einfach zu rutschig. Das Wasser kommt. Von der Oberfläche? Aber nicht durch meinen Eingang. Es kommt woanders her, wenn ich die Quelle finde und sie öffne. Du kannst dich vielleicht nicht bewegen, Kentok, aber ich glaube, ich kann dich bewegen. Hey. Hey! Aufwachen! Du musst wach bleiben. Ich werde mich mal etwas umsehen. Du bist wie Natika. Stur wie eine Feuerklaue. Dann kennst du das ja schon. Bleib einfach hier. Ich hol dich hier raus. Aber sowas von. Okay. Also. Ach, der Wasserfall muss irgendwo herkommen. Ich muss höher klettern, um die Quelle zu finden. Ja, komm, dann klettern wir mal. Dass hier immer noch irgendwelche Displays funktionieren, weißt du? Alles wasserdicht hier. Ah, halt. Hier rauf. Aloy, bitte einmal hier drauf. So, da ist erstmal wieder eine Möglichkeit, was, wegzuziehen. Ich sag ja, wie Batman. Der macht auch sowas. Das haben sie bestimmt da abgeguckt. Luke öffnen. Gut. Ah, das können wir runterhebeln hier. Zack. Dann kommt man nämlich hier hoch. So, auf da. Und wieder hier auf. Abziehen. Es kommt woanders her. Ja. Aber da können wir ja trotzdem mal kurz reingucken. Und warum kommen wir da jetzt nicht rein? Ich will doch nur die, Kiste haben. Okay, das geht nicht. Na gut, gehen wir weiter. Ernsthaft. Ah, je. Na, das hält mich wach. Das hält dich wach, genau. Und voller Vitalität und Spannkraft. Und für die Haare ist das auch noch gut. So, rein da. Zack. Okay, da kommen wir nicht rein, oder? Nee. Da kommen wir nicht rein. So. Mal kurz gescannt. Wo kommen wir denn hier lang? Da kommen wir lang. Gut. Rauf hier. Darüber. Darüber. Okay, damit sind wir auch schon wieder eine Etage höher. Das ist ein Lift hier. Das sind Schienenlifte. In der Wand da drüben ist etwas Metall. Vielleicht kann ich etwas davon herausziehen. Was? In der Wand da drüben ist etwas Metall?
Ah. Jetzt habe ich es gesehen. Dann zieh mal. Das wird nichts. Warum denn nicht? Zieh. Erstmal den hier. So. Ah, und dann kann ich da so rüberklettern. Okay. Obwohl andererseits... Ja, stimmt, ich kann dann da so rüberklettern. Juhu, ich bin drüben. So, nehmen wir das mit. Okay. Hier leuchten überall die Displays. Ey, die müssen hier voll auf Notenergie sein, ne? Jetzt habe ich hier auf einmal so einen Juckreiz auf dem Handrücken. Was ist denn da los? Mm-hmm. So. Na komm. Der Wasserfall, den ich unten gesehen habe, sollte hier irgendwo seinen Ursprung haben. Ich muss die Quelle finden. Gut, da ist eine Kiste. Ah, da ist auch eine Kiste. Kiste. Kleiner Tresor. Ich will erst diese Kiste hier haben. Lass mich runter. So ist gut. Großzügiges... Oh, ein großzügiges Lager. Mit ganz viel Wertgegenständen. Was ist da unten? Okay, das ist, wenn man runterstürzt. Aber das haben wir ja nicht vor. Wir wollen nicht runterstürzen. Wir wollen einfach nur hier hochklettern. So, da ist wieder ein Lift. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Schacht. Das ist echt schon cool gemacht, oder? Also grafiktechnisch gibt es da nichts dran zu beanstanden im Spiel. Das Wasser kommt hier rein. Mit dem Feuerglimmer kann ich die Wand zerbrechen und hier alles überfluten. Ja, und du wirst aber mitgespült, Fräulein. Kentoks Fluss sollte nach oben getrieben werden. Na gut. Lauf! Was hast du getan? Ich habe einen Ausweg gefunden. Fast geschafft. Na dann, erster Stock. Damenoberbekleidung. Hey. Also kämpf weiter. Genau, kämpf. Kämpfe, kämpfe. Mich dir zu sagen, eine Klinge folgt nur der Hand, die sie führt. Das hat er im Training immer gesagt, um mich zu beleidigen oder um mir ein Kompliment zu machen. Doch er hatte wohl recht. Die Entscheidung zu bleiben lag immer bei mir. Es tut mir leid, dass du dich nicht entschuldigen konntest. Mir auch. Was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Blutzeichen kann sich wieder erholen. Und dann könnte ich der Wache beitreten. Doch ich muss ihn zuerst beerdigen. Diese Ehre steht ihm zu. Aloy, warte. Du hast die anderen gerettet. Das Wasser ist weg. Ich möchte dir das hier geben. Danke. Guck mal, krieg ich sogar wieder ein Geschenk. Auf deinem Weg. Sehr gut. Die Sintflut. Nebenquest abgeschlossen. Die fand ich schön. Die war okay.
So, Level up. Guck mal, schon wieder 10 Fähigkeitspunkte. Die müssen wir erstmal ausgeben, oder? Level up, 28. Inventar, nein, Fertigkeiten. Überlebende, da können wir jetzt wieder ein bisschen was machen. Was ist das hier? Sprengschleuder. Ah, die scheiß Schleuder, die benutze ich doch nicht. Ist doch egal. Was ist das? Wir gehen weiter hier runter. Was haben wir hier noch? Fänger versuchen mehr Schaden, wenn du schwer verwundet bist. Das hört sich gut an, das machen wir. So, Fähigkeit erlernt. Das auch erlernt. Das auch durch. Und das sowieso. Perfekt. So, das läuft doch. Ah, ich muss immer gucken, wie das heißt hier. Kriegerin. Machen wir nochmal Kriegerin. Ein bisschen mehr Bums wäre auch nicht schlecht. Springe von einem Feind weg. Das Problem ist halt, dass diese Kombos und so, da wie gesagt, da halte ich ja nicht so viel von. Aktive Fertigkeit. Nähere dich einem Gegner mit schnellen Kombos. Lalalala, was ist das hier? Zerstöre aktive Fertigkeit. Ja, hier diese Kombos, ne? Also, ja. Da halte ich nichts von. Das kann ich mir sowieso nicht merken. Dafür bin ich ja zu doof. Passive Stärkung. Machen wir erstmal das hier. Alles, was passiv ist, ist gut. Was ist das hier? Auch Kombo. Was ist das? Verursache mehr Schaden, wenn du ein Ziel energetisierst. Okay, das hört sich gut an. Zack. Und das hier machen wir auch nochmal. Entgenisierungsdauer, sehr gut. Hauen wir das auch nochmal rein. Perfekto. Gut. Das sieht ja cool aus, wenn der Baum da so durchgeskillt ist. Das ist schon schön. Sehr gut. Quests. Quests. Jetzt sind wir hier. Was haben wir noch an Quests offen? Marsch eines Soldaten höchstens noch. Sollen wir Marsch eines Soldaten noch machen? Sprich mir Pintot. Kehre zu Vekata zurück. Okay. Ja. Das machen wir. Dann haben wir sie weg. Komm, dann haben wir sie weg. Jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Karte. Und ich war immer noch nicht bei Poseidon. Ihr seht, was ich meine. Die Furche. Hier gibt's eine Furche. Okay, 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 okay. Was ist das hier? Der erste Flug, fliege zum Berggipfel. Was? Ja. Gibt es hier irgendwo ein Lagerfeuerchen? Ich hoffe mal. Ach, wir gehen jetzt einfach mal den Weg entlang. Komm. Wir gehen den Weg entlang. Wir folgen mal diesem hervorragenden Navigationsgerät. Ah, hab ich gar nicht gesehen, dass hier ein Weg war. So. Dann gehen wir da doch mal durch. Suchen uns ein schönes Lagerfeuer. Und dann sind wir dabei. Ein Donnerrücken-Areal. Ne, Dornrücken, nicht Donnerrücken. Da ist ein Donnerkiefer. Oh je, Donnerkiefer. Donnerkiefer, das sind die Großen. Die großen Bösen. Oh, da war ein Lagerfeuer. Komm, gib Gas. Oh, hier steht wieder so viel Holz rum. Sehr gut. Das sind hier diese Lanzenhörner oder wie sie heißen. Okay. Frost bringt hier nichts. Die Maschine wurde für die Kälte geboren. Da ist er. Da ist er. Spitzendonnerkiefer sogar. Wogegen ist der schwach? Schwach gegen Säure. Sollen wir ihn uns holen? Komm, wir holen ihn uns. Schnell speichern, wir holen ihn uns. Komm. Habe ich genug Säurepfeile? Jo, ich kann sogar noch welche herstellen. Perfekt. Ich glaube aber, ich werde dafür auf den Berg steigen. Ihr kennt ja meine Strategie, ne? Erhöhte Schussposition ist immer von Vorteil.
Als erstes hier oben die, als erstes hier oben die Werfer. Immer die Scheibenwerfer zuerst. So. Und jetzt den. Ja, sehr gut. Kann ich leider keine mehr machen, aber dann nehmen wir die. Schon. Nochmal. Ja. Jo, Aloy, dankeschön. Hab ich ja versaubeutelt. Na komm. Hat er mir einen verprätzelt. So, komm. Nochmal. Ich hab ihn doch schon fast. Er hat auf jeden Fall fast keine Waffen mehr. So, weil seine Waffen, das waren meistens diese Scheibenwerfer, die waren so übel. Komm, dreh dich. Sehr gut, zeig mir deinen Hintern. Halt schön still. Dann treffe ich dich auch noch. Scheiße. Hätte ich aufpassen müssen. Okay. Nochmal. Den großen kommt man am besten nur mit Strategie bei. Komm halt schön still. Scheiße, daneben. Da ist eine Energiezelle, da kann man reinschießen. Oh, halt doch still. Oh Mist, oh Mist. Na komm, nochmal. Da haben wir ihn. Kurz und knapp erledigt das Biest. Ich habe ihn zur Strecke gebracht. So, sogar ein Spitzendonnerkiefer. Sehr gut. Auch nochmal leer machen. Nicht drüber springen, leer machen. Munitionstrommel, leer machen. Sehr gut. Ey, geil, was ist das denn hier? Ein Scheibenwerfer, geil. Womit macht man dann sowas hier? Ich brauche Munition.
Ja, da ist auch nochmal ein Scheibenwerfer. So, erstmal ein bisschen Holz. Wir müssen wieder Pfeile herstellen, also müssen wir Zeug sammeln. So, okay. Okay. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich diesen Scheibenwerfer mitnehmen kann über ein Lagerfeuer. Wäre das nicht wär doch nicht schlecht, die Idee, ne? Das können wir ja mal machen. Warte mal, ich hole mir mal den zweiten Scheibenwerfer. Nachdem ich hier nochmal kurz gelootet habe. Da ist noch ein bisschen was. Ist auch noch ein bisschen Holz. So, da ist ein Scheibenwerfer. Den nehmen wir mit. Wie gefalle ich dir jetzt? Genau, wie gefalle ich dir jetzt? Sehr gut sogar. Da ist ein Lagerfeuer. Ist das das gleiche Lagerfeuer, wo ich vorhin schon war? Ne, das war ein anderes. Ah, macht nichts. Gehen wir da hin. Gucken wir mal, ob wir die Waffe mitnehmen können. Das finde ich ja sehr Sexomatico, wenn wir die mitnehmen können. Na, was haben wir denn da? Alter, wie viele sind denn davon? Ich glaube, den Scheibenwerfer brauchen wir nicht mitnehmen. Ey, geil, One-Hit. Ey, das ist hier Loot-Farm hier. Zack, da kannst du richtig farmen. So. Alle mitnehmen. Feuerdornrücken. Das war ja mehr als einfach. Wuhu. Okay. Dann können wir ja jetzt eben flotti wieder zum Dings hier. Lagerfeuer. Wir speichern einmal schnell. Und wir machen einmal eine Schnellreise. Und zwar reisen wir hier hin. Genau. Das ist das hier. Marsch eines Soldaten. Genau. Lagerfeuer. Hinreisen. Los geht's.